Hallo und herzlich willkommen zurück bei Baldur's Gate 3. Ja, kennen wir schon alles, haben wir schon tausendmal gehört. Wir wollen jetzt mal zusammen in ein seltsames Häuschen gehen. Ich speichere mal zweimal wegen ISO. Und wir nehmen mal den Speicherstand hier, glaube ich. Eine Minute vorher. Ja, dieses seltsame Häuschen hat wohl den Herren, den wir in der letzten Folge interviewt haben, dessen Name ich vergessen habe, was aber gar nicht so verkehrt ist, weil so geht es mir im echten Leben tatsächlich auch. Wenn mir jemand jemanden vorstellt und der hat nichts Signifikantes an sich, was ich mir irgendwie abspeichern kann, dann vergesse ich leider die Namen recht schnell. Das tut mir immer sehr leid, wenn ich Leute ein zweites Mal treffe und überhaupt nichts mit denen anfangen kann, aber ich kann mich, also ich weiß auch nicht. Das ist immer so. Benny sagt, ich bin gesichtsblind. Aber so schlimm ist es jetzt nicht. Also ich erkenne schon noch mein Umfeld, aber wenn ich mit Leuten nur einmal irgendwie Kontakt habe und dann über mehrere Monate oder Jahre nicht, dann kann es sein, dass die sich zwar erinnern, aber ich erinnere mich nicht. Am wenigsten froh, dass ich weiß, wie die alle hier heißen, die vier. Bei Project Zero war das ja auch nochmal so ein Problem, dass ich da nicht wusste, wer ist. So, kann man hier vielleicht außen rein? Durchs Loch da oben. Hier, er war's. Er weiß nicht so richtig, der Arvis, was eigentlich los ist. Hier ist ein Briefkasten. Der ist der. Wer stellt denn hier bitte Schriftrollenstapel hin? Do you seek help? You are in the right. Welcome. The House of Grief lies just within. We are here to help. Okay, das Haus der Trauer. Ah, okay. Trauernde gehen hier hin und dann vergessen wir einfach alles. Innerer Friede, der Weg zur Perfektion. Jetzt aber los hier. Ein Selbsthilfebuch, das frisches Olivenöl als Wundermittel, Mittle. Gegen alle depressiven Verstimmungen an Preis. Also das ist echt interessant, umso weiter man im Spiel kommt, umso mehr findet man irgendwelche Schreibfehler. Vielleicht hatten die Übersetzer am Ende überhaupt keinen Bock mehr drauf. Da habe ich gedacht, ach nee, nicht schon wieder so ein Buch. Was soll das hier? Wir klauen erst mal diese Mondblüte. Och, hier ist noch eine. Die ist auch uns. Ach ja, die nehmen wir auch. Kann nie genug Mondblüten haben. Guck mal, da drüben ist die... Ist das andere Haus, das verwünschte Haus. Es gibt hier noch eine Blume. Gibt es nicht mehr Blume. So, hier ist noch ein Buch. Die überraschenden Gewohnheiten der Kriegsräte aus Karatur. Ein eigenartiges Selbsthilfebuch, das angeblich jenen hilft, die ältere Gefährten enttäuscht haben. Es wurde offenbar übereilt, gedruckt und gebunden und schlägt einen seltsamen rauen Ton an. Leider, werter Leser, kann sich nicht jeder ohne die Hilfe anderer bessern. Manche benötigen die Hilfe eines Älteren, eine führende, autoritäre Hand, die gleichermaßen leiten wie bestrafen kann. Ehrt die Älteren, werter Leser, hört auf ihre Lehren, erfüllt ihre Begierden, dankt ihnen für ihre erzieherischen Maßnahmen, dient ihnen, auch wenn ihr glaubt, im Konflikt mit ihnen zu liegen. Das Buch geht noch lange so weiter, rät vom völligen Gehorsam und legt dem Leser schließlich unmissverständlich nahe, sich vom Haus der Trauer helfen zu lassen. Ja, es kann natürlich auch sein, dass du irgendwann einfach so betriebsblind bist, glaube ich. Wenn ich auf der Arbeit so viele Tabellen habe, dann bin ich auch irgendwann total doof. Und denke mir so, hä, was ist hier? Alles verschwimmt irgendwie. So. Ich will mir helfen lassen, glaube ich. Ich habe Schattenherz umgebracht. Sie war meine erste Begleiterin, glaube ich. Hallo, Trauerwache Wilbur. Welcome, friend. Your burdens are soon to be made as light as a feather. Trust me. Okay, ich vertraue dir. Mein Astarion, das ist ein Kater in Menschengestalt, der guckt gegen eine Wand. Das heißt, er hat Depression. Er ist eine depressive Katze. The House of Grief welcomes you. Erfolg erringen. Ein Selbsthilfebuch, das angeblich allen hilft, die zu Täuschung und Unaufrichtigkeit neigen. Oh,
Das ist genau den Astarion sein Buch. Sind wir doch mal offen zueinander, werter Leser. Ihr glaubt vielleicht, dass die Täuschung eine Kunst ist. Eine Kunst, die euch mehr nutzt als schadet. Doch das ist die schlimmste aller Lügen, die Selbsttäuschung, die eines Tages euer Ruin sein wird. Doch wie könnt ihr den Kreislauf durchbrechen? Es kann schwierig sein, die Wahrheit zu sprechen. Die Wahrheit zu sprechen, oder? Die Wahrheit zu sprechen, wenn einem das Lügen so leicht fällt. Vielleicht solltet ihr stattdessen lieber gar nicht sprechen. Wenn ihr nicht ehrlich sein könnt, könnt ihr zumindest stumm sein. Das Buch geht noch ewig so weiter. Es schlägt vom Haus der Trauer entwickelte Behandlungsmethoden vor, sollte der Versuch, sich von selbst zu bessern, nicht anschlagen. Okay, das ist ein sehr interessantes Haus. Klosteretat. Detailliertes Budget mit den Einnahmen und Ausgaben des Klosters. In einer Spalte stehen Einträge wie Spenden, Buchverkäufe und Gewinne durch Verkauf von Erinnerungen. Boah, wie böse. Die nächste Spalte enthält Vorräte, Gebühren für Bestechungen, Informationen, Gifte und seltene Substanzen und mehr. Neben einer bescheidenen Gabe in der Einnahmenspalte wurde in eleganter Handschrift eine zornige Notiz verfasst. Inakzeptabel. Die Kirche der dunklen Herren kann nicht von Brotsamen leben. Oder Brosamen? Brotsamen, oder? Brotsamen. Oder Brosa. Was sind denn Brosamen? Leben. Macht es besser oder ihr werdet ersetzt. V. Ich meine, was sind Brotsamen? Weizensamen. Eher. Wahrscheinlich sind es doch Brosamen. So, wer bist denn du? Welcome to the House of Grief. Are you here to be unburdened? Whatever ails the heart, whatever weighs upon the soul, we can help. Meine Last ablegen? Was soll das bedeuten? We release people of the suffering in their hearts, melancholy, anger, self-doubt, troubling memories, and of course, grief. I think you could benefit from our help. In fact, I think you desperately need our help. I sense turmoil in you, even if you cannot bring yourself to admit it. Die will uns doch verarschen. Wir sind völlig blutverschmiert. Natürlich sieht die, dass wir irgendwas auf dem Herzen haben. Ihr scheint zu glauben, dass ihr viel über mich wisst. The insight of an unburdened spirit. I too was once weighed down. But now, I am free. Before I came here, I was given to drunkenness, wanton violence, licentiousness of every sort. But now, I am saved. As you can be. Die will mich doch begehren. Wir versuchen das mal. Normalerweise wäre längst ein Gott erwähnt worden. Ist das ein Betrug? Oh. Oh. Wer hätte das gedacht? Her expression is a pure lack of intent. She is impossible to read. Ich brauche unbedingt Hilfe? Wie kommt ihr da drauf? A great deal of people in need have entered that door. In my time I've come to recognize their suffering. Admitting you have a problem is the first step, the hardest step. After that, we will be by your side. Ich will überhaupt nichts zugeben. Schatz, es war Schattenherz. Was hat sie denn zum Handeln? Können wir hier irgendwas abnehmen? Habe ich überhaupt Geld? Nicht so viel. Kann ich... Ich will das nicht lesen. Kann ich das einfach nur lesen? Untersuchen. Blöd. Mehr Details?
Ich will das alles lesen, der gute Miri, von der guten Miri. Rabatt minus 100%. Sympathie plus 0. Jetzt habe ich natürlich alles schon, was ich habe, in die Truhe getan. Okay. Werden wir Freunde? Bewerbungsformular, das Personen öffentlichen Interesses einlädt, Freunde des Hauses der Trauer zu werden. Es werden mehrstufige Spendenvorgänge ausgeführt. Im Gegenzug werden Zugeständnisse gemacht, darunter Namenslistung im Danksagungsbereich der nächsten Publikation, bestimmte beruhigende Tonika, Ehrenplaketten und sogar eine Gratissitzung zum Ablegen von Kümmernissen. Die Goldbeträge beginnen bescheiden, erreichen aber bald enorme Höhen. Kundenliste. Olorik Witzfreud, melancholisches Herz, vollständig bezahlt und für Ablegen der Last empfohlen. Elver Sonnenbär, zaghaftes Herz, vollständig bezahlt, dann einen Rückzieher gemacht, Gebühr teilweise erstattet. Ludwig Kromps, eifersüchtiges Herz, vollständig bezahlt und für Ablegen der Last empfohlen. Chakril Eisendaumen, neugieriges Herz, vollständig bezahlt, hatte eine negative Reaktion auf das Kartieren des Herzens und ist geflohen, keine Erstattung. Marco Green, möglicherweise ein falscher Name. Merkwürdiger Bursche, nicht von hier. Den Akzent nachzuurteilen. Schwarze Haare, blasser Teint, neugieriges Herz. Vollständig bezahlt in unbekannter Goldwährung und für Ablegen der Last empfohlen, ist jedoch geflohen. Anmerkung: Mutter wie hat befohlen, dass wir diesen Marco Crane aufspüren. Während seines Kartierens hat sie Gedanken und Erinnerungen an fremde Lande und unbekannte Personen erkannt. War auf ein Schwert fixiert, vielleicht auch Zwert. Mutters Viehs Interesse war geweckt. Sie will diesen Verstand. Nachtrag, die Fährte ist kalt, er ist wie vom Boden verschluckt. Cleona Frostley, rabiates Herz, vollständig bezahlt und für Ablegen der Last empfohlen. Arvis Silberberg, melancholisches Herz, vollständig bezahlt und für Ablegen der Last empfohlen. Woran? You're eager. Good. But there is a right order to things. Before you can enter, you must agree to the House of Grief's terms. And price. Speak to the attendant by the front. She will put everything in order for you. Then you will be free to enter. Ich find's komisch, dass sein Bart so eine seltsame Farbe hat. Wir sind rabiat, wir haben Blut im Gesicht und die andere wollten so irgendwas andrehen. Also versuchen wir jetzt mal, ihn einzuschüchtern. Ich meine, wir können es immer noch so machen, dass wir einfach alle umlegen. Wenn ihr auf Förmigkeiten besteht, werdet ihr bald gar nicht mehr stehen. Verstanden? Oh oh. Situationsabhängig Nachteil. Ah. Got it? In you go. Just don't cause any trouble. Cool, danke. Hey, mach auf. Inside. Ich kann doch gar nicht aufmachen. Da mach die Tür auf. Ich brauche einen Schlüssel. Kriege ich den Schlüssel her. No more slacking, or I'll report you to her. No need for that. Just needed to stretch my legs. Won't happen again. Ich brauche einen Schlüssel, Moran.
Inside. Da ist ein Schloss dran, Junge. Sicherheitsrichtlinien. Aus der Feder der Mutter Oberin. Die heiligen Hallen der Herrin Schar müssen um jeden Preis verteidigt werden. Vergewissert euch, dass allen, die zu Wach- und sonstigen Diensten im Haus der Trauer eingeteilt werden, das korrekte Protokoll bekannt ist. Erstens, Geheimhaltung ist unsere erste und beste Verteidigung. Das Haus der Trauer ist nicht nur eine Fassade, es ist ein Schild. Verteidigt es, als hinge euer Leben davon ab. Denn das tut es. Zweitens, die geheime Passage nach unten muss versiegelt bleiben, bis mit meiner Autorisierung andere Anweisungen erfolgen. Drittens, sollten Feinde in die unteren Stockwerke eindringen, so ist die Haupthalle vor der Kammer des Verlusts unseres letzten Bollwerk. Viertens, im größten Notfall muss alles zerstört werden, was den Feinden unserer Herren Schar nützen könnte. Ihre Geheimnisse müssen beschützt werden. Fünftens, niemand darf sich erlauben, in Gefangenschaft zu geraten. Nehmt Gift, stürzt euch in eure Klinge, verschluckt eure Zunge, verratet niemals die dunkle Herrin. Ja, das war mir schon klar, dass ich von der dunklen Herrin gelabert hat. Wo ist jetzt der doofe Schlüssel? Ich muss doch mal in die Bude reinkommen. Ich kann die doch jetzt nicht aufbrechen. Kann ich den Spiegel verwenden? Not everyone subscribes to what is mine is yours, it seems. Please, enter. The mapping of the heart requires utmost privacy. It will begin as soon as you are seated. Ja, aber ihr müsst mir doch mal einen Schlüssel geben. Seid ihr komisch oder was? Na super. Hä, das war okay? Ich habe euer Schloss gerade geknackt. Na gut, also. Wir wissen alles, dass dahinter irgendwas ist. Ich hänge jetzt hier fest. Ich komme nicht mehr weg. Okay. Gewohnheiten von Patriarchen. Ein Selbsthilfebuch, das vor den Gefahren der Selbstbefriedigung warnt. Unterstadt und Oberstadt. Oh. Ein Ratgeber der Neuankömmlingen helfen soll, die Unterteilung zwischen Unter- und Oberstadt in Baldurs Tor zu begreifen. Er beschreibt die Oberstadt als Heimat der Patriarchen, also der Adelskaste der Stadt. In der Stadt gibt es regelmäßige Patrouillen und der gewaltige Reichtum zeigt sich durch breite, gut beleuchtete Straßen, die stolz auf Gebäude mit aufwendigen, eleganten Verzierungen strahlen. Die Unterstadt dagegen ist ein Gewirr aus engen Straßen und Gassen und gedrungenen Gebäuden. Wachen patrouillieren hier kaum. Dafür gibt es unzählige Kaufleute, Handwerker, Glücksritter, Tänzer, Narren, bunte Vagabunden, Taschendiebe, junge Männer und Frauen von käuflicher Zuneigung, Schankwirte, Bettler, Ritter und Knappen. Okay. Hört mal bitte auf, da reinzulaufen, ihr. Wen legt man jetzt mal da drauf? Machen wir die Tür zu hier. Swift as my feet can carry me. Oh, Mist. Do not look upon me. This is your time, not mine. Look inward. See what will be discovered. Okay.
erkenne ich in eurer Stimme Spuren des Unterreichs? And what if you did? It is not the timbre of my voice that matters. It is the wisdom it can impart to you. You are here because something grieves you. Perhaps you know what that is. Perhaps you merely think you know. The mapping will reveal your heart form. Then the healing can begin. Answer the questions I put to you, and answer honestly. The lips may try to deceive, but the heart will offer the truth in the end. Let us begin. What last caused you to shed a tear? Also Sindarian hat eigentlich bei Baldur's Gate nie geweint. Das ist nie passiert. So be it. The second question. What is your unspoken desire? An unfamiliar presence caresses the deepest layers of your mind. You realize she's trying to detect your thoughts. The second question. What is your unspoken desire? Zu unterwerfen. Your heart form begins to take shape. The third question. What is your greatest fear? Spinnen. Nur mal Krankheit. The heart form grows clearer again. Such a burden you carry. But we can help. The fourth question. How would you spite one who wronged you? Okay, wir hängen schon viel zu tief drin, glaube ich. Okay, ich würde ihnen vergeben, sie aber langsam vergiften. Ah, lil alul vehelvza lil velken us. She speaks your mother's dialect. The best knife is the unseen one. A curious sentiment for such a place. The final question. How would you feel if all your burdens were lifted? Ich mag ihre Klamotten. Ich wäre misstrauisch. Wise. Healthy suspicion can prove to be the finest armor. It is done. Your heart form has revealed itself to me. You possess a false heart, deceiving as easily as others breathe. You hide the truth even from yourself. But your true self is nothing to fear. We can show you this. Falsch ein. Ihr besitzt ein falsches Herz. Ihr täuscht andere so mühelos, wie ihr atmet. Ihr verbergt die Wahrheit sogar vor euch selbst. Doch euer wahres Ich ist nichts, wovor ihr euch fürchten müsst. Wir können euch das zeigen. Ihr besitzt ein falsches Herz. Ah gut, ich hab einen Wurm im Kopf. Um
Ich würde ja, damit es weitergeht, würde ich ja Nummer 1 nehmen. Ich habe aber Angst, dass sie mir irgendwie, ich weiß auch nicht, dass sie mir irgendwas antut. Ich schätze mich falsch ein. Dann müssen bestimmt alle Fragen nochmal anders beantworten, oder? Ich will nicht, dass man mir hilft. Ich will aber wissen, was hinter der Mauer ist. Nehmen die mich damit runter? So gut, ich will, dass ihr mir helft. Ihr schätzt mich falsch ein. Das ist voll interessant, oh Mann. Wenn die anderen verrückt geworden, ich habe ein bisschen Angst, weil der Arvis ja verrückt geworden ist oder alles vergessen hat. Ich will nicht alles vergessen. Okay. Also gut, ich will, dass ihr mir helft. Our help comes at a price, one that cannot be discussed here. We will talk further, but first, an introduction. Kennen wir uns? I am Viconia de Vere. The House of Grief is mine. But what lies beneath? That belongs to my mistress. And that is where you must go. We will talk more down below. Oh, wie cool! Ich habe mal was richtig gemacht. Sie sieht wirklich sehr cool aus. Sehr cool. Okay, ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Abend. Bleibt gesund und bis morgen. Tschüss.